So, mehr Nerdkram oder mehr verrückter Wissenschaftler oder beides. Also Mechanik, das ist alles schön und gut, aber ich muss schon sagen, Nerdkram und vor allem verrückter Wissenschaftler finde ich schon sehr witzig und sehr cool. Oh, das wird aber schon teuer hochzuleveln, ne? Oder wir haben so wenig Aktionspunkte gehabt? Ich bin mir nicht sicher. Dann nehmen wir halt noch eine Stufe Mechanik dazu. Ja, und ehrlich gesagt, mehr Koordination. Ich glaube, bis nicht ein Charakter mal voll ist mit Koordination, werde ich dem kaum irgendwie was anderes beibringen, den Begleitern und Truppen und so von uns. Naja, okay, dann beuteln wir mal die Gegner aus. Patrone, Geld und ein Polaroid-Foto. Das Bild ist komplett verwaschen, wie nostalgisch. Oh, ein Schweinegewehr, was auch immer das bedeutet. Aber es ist ein Scharfschützengewehr, das schauen wir uns danach mal an. Könnte was für uns sein. Schrott, ein Wolfsschädel, eine Wolfsschädelverzierung. Ah, eine Dekoration für unser Fahrzeug, für die Haube. Ich bin der Beastmaster. Ist aber nur kosmetisch, glaube ich. Hat keine Werte oder so. Eine Schrottrüstung für die Brust. Und eine Speerhose. Sehr schön. Pheromonsack und leuchtender Schleim. Dieser grüne leuchtende Schleim ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit radioaktiv. Na dann, ab in die Hosentasche damit. Muskelgewebe, Feuerzeug. Mehr. Ach so, das war gerade was anderes. Naja, egal. Geldschrott. Muskelgewebe. Zack. Munition in der Munitionskiste. Wer hätte es gedacht? Und... Oh, wilder Helm. Nice. Sein mysteriöses Aussehen wirkt grob, aber im Inneren des Helms ist die Belüftung gut und das Sichtfeld frei. Benötigte Stärke 5, Panzerung 5. Und taktische Beinpanzerung. Schwere Polster und Panzerung und an den Schuhsohlen befinden sich kleine Zähne für zusätzliche Bodenhaftung. Nice, nice. Sonst noch irgendwas hier so in der Nähe? Hier ist tatsächlich noch was. Kann ich aber nicht anklicken. Kamera. Du machst verrückte... Oh, Mine. Gut, dass ich die noch gesehen habe. Bitte nicht reintreten. Die Alkoholkiste mit Arschtritt. Sehr schön. Ich versuche gerade zu lesen, was auf der Dose steht. Irgendwas mit Ass. Rub Ass. Keine Ahnung. Abraxe, dankeschön für die riesen Bit-Dusche fürs Glas. Voll nett von dir. Super cool, yo. Ich werde heute hier mit Bits überströmt. Das ist voll nett. Dankeschön. Okay, nehmen wir auf jeden Fall mit. Colorados beliebtestes Kampfbier. Kampfbier. Okay. Ach so. Wir haben ganz viel hier im Menü, weil ich nach dem Looten oft schon wieder vergessen habe, was wir aufgehoben haben, hätte ich gern so kleine Neuanzeigen. So kleines, ne, einfach nur so ein bisschen hier, guck mal, ich bin neu. Schenke mir Beachtung. Aber auf jeden Fall können wir hier ein bisschen Rüstung verteilen. Wir haben noch einige Teammitglieder, die noch gar keine Rüstung haben. Ach so, aber den Helm, ne? Der benötigt Stärke 5. Da haben wir... Ja, den muss quasi Abraxe kriegen. Warum nicht? Meine Güte, guckt euch das an. Jetzt sieht Abraxe plötzlich um 100% gefährlicher aus. Passt auch gut zu der Bewaffnung. So mit Flammenwerfer und schwerer Gatling und dann so ein Teufelshelm und so. Ich verstehe zwar nicht, wie der Helm laut Beschreibung angeblich ein freies Sichtfeld haben soll mit den 10 kleinen Löchern da oben. Aber wird schon irgendwie funktionieren. Nicht schlecht. So, andere Helme haben wir leider eh nicht, aber... Hier, Basti hat noch gar keine Hosen. Ziehen wir ihm mal eine Hose an. Du bist unser Scharfschütze, ne? Warum nicht Kampfgeschwindigkeit plus und dafür weniger Panzerung macht, finde ich, Sinn.
bin ein Scharfschützen. Ah, hier. Fallen Crusader hat noch gar nichts. Ah, Strottrüstung braucht Stärke 3. Schlecht, kann wieder keiner anziehen. Ah doch, hier. Da, bitteschön. So. So viel dazu. Haben wir zufällig schon wieder irgendwelche neuen Waffen oder Rüstungsmods? Man sollte jetzt echt mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie einen Mod für Helme haben, weil könnte sein, dass wir die schon lang rumschleppen. Ist aber nicht so. Na gut, okay. Das war's schon wieder, ne? Habe ich nicht auch eine Waffe gefunden, wo ich mir dachte, die muss man sich mal anschauen? Raketenwerfer. Wo haben wir denn... Ah ja, hier, genau, das Schweinegewehr für... Für Basti wäre das, wenn dann, ne? Genau. Und tatsächlich, das ist besser. Weniger Munitionskapazität, aber wie oft kommt man schon zum Schießen in so einem Kampf normalerweise? Kommt drauf an, wie lang der Kampf ist. Aber das passt schon. Dafür mehr Schaden. Und ich drücke die falsche Taste. Okay, Schweinegewehr. Ausrüsten. Sehr schön. Und... Ach so, stimmt. Nee, dann passt schon. Weil ich habe mir gerade gedacht, wir haben doch auch jemanden, der mit Sprengstoff umgehen kann. Warum nicht mal als Zweitwaffe den Raketenwerfer ausrüsten? Aber Fallen Crusader hat ja als verrückter Wissenschaftler als Zweitwaffe schon den Wieselwerfer aktuell. Der ist ja quasi auch ein Raketenwerfer. Aber falls uns mal die gefrorenen Wiesel ausgehen, können wir zumindest jederzeit noch auf einen Raketenwerfer zurückgreifen. Reaktorkern. Hierbei scheint es sich um einen Teil einer Maschine aus einem alten Atomreaktor zu handeln. Oh, Unterlauflicht. Whatever that means, aber auf jeden Fall ein Waffenmod für den Unterlauf. Dieses einfache Licht am Lauf macht es einfacher, Ziele zu sehen. Benötigt eine Trefferchance plus 3%. Sehr schön. Industriesägeblatt. Ein Sägeblatt. Punkt. Ende. Das zum Schneiden leichter Materialien entwickelt wurde. Die Anwendungsmöglichkeiten sind offensichtlich. Ja, man schneidet. Waffenmod. Kurz noch anschauen. Da habe ich gleich wieder unseren Scharfschützen im Sinn, wenn es um Trefferwahrscheinlichkeit und sowas geht. Weil wenn der schießt, muss er treffen. Wenn irgendwie der Heavy Weapon Abraxe die Hälfte von seinem Magazin daneben schießt, reicht's, wenn die andere Hälfte trifft, passt schon. Aber genau, die rote Ziege. Ja, du hast voll recht, ich habe gar nicht dran gedacht, ne? Das ist echt witzig. Abraxe hat sich selber quasi zu seinem Nemesis gemacht und eine Rüstung gebaut, die aussieht wie die rote Ziege, die seine Eltern ermordet hat. Voll super. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Das ist ja genial. Super cool. Was wollte ich machen? Waffenmodifikation. Plus 3% Treffergenauigkeit. So, schauen wir uns endlich mal die brennende Grube an, die nicht sehr schön ist, befürchte ich. Der Geruch von verkohltem Fleisch und verbrannten Haaren wabert aus der Grube. Dampfende Körper, verzerrt von Schmerzen oder postmortalen Muskelkrämpfen, liegen verdreht übereinander. Es ist unmöglich, die Leichen zu identifizieren, aber es scheint sowohl Erwachsene als auch Kinder unter ihnen zu sein. Lucia starrt auf die Körper, ihre Knöchel zeichnen sich weiß auf den Griffen ihrer Pistole ab. Sie atmet stoßweise. Irgendwelche Zeichen deiner Familie? No. Can't see a thing. Who would do this? Who would murder families and children? Who would burn them so badly that we can't even tell? Sie atmete tief. I don't know if they're here or not. I can't. Come on. Let's find the monsters who did this.
Ich untersuche die Körper näher. Am Rand der Grube scheint eine kindsgroße Leiche etwas zu umklammern, als wolle sie es beschützen oder verstecken. Dem Kind das Bündel aus den Armen nehmen. That was one of the Skylar girls, I think. Seems like we ought to leave her alone. Feels an awful lot like grave robbing. Lucia wendet sich ab. Es sieht so aus, als ob ihr schlecht wird. Ja, aber anscheinend wollte das Kind, was auch immer da drin ist, beschützen. Natürlich nehmen wir das. Natürlich nehmen wir das Bündel. Auch wenn es ihr nicht passt. Ist doch jetzt hier falsche Sentimentalität. Ein verbranntes Buch. Du ziehst das Bündel aus dem verkohlten Arm des Kindes und nimmst das, was darin eingewickelt ist. Von der Grube zurücktreten. Ein verbranntes Buch. Ich sehe schon wieder kein verbranntes Buch in meinem Inventar. Ich weiß immer nicht, wo das Spiel die Sachen versteckt. Naja. Ist vielleicht hier nicht dabei oder so. Na gut. Weiter geht's. Das Cyborg-Huhn. Guckt, so ist das Spiel. Und ich find's witzig und nett. Dass einerseits so Szenen sind wie mit diesen verbrennten Kindern in der Grube und das ist voll krass und so. Und dann geht man zwei Schritte weiter und dann ist da ein Cyborg-Huhn, das man für sein Team rekrutieren könnte, wenn man nicht schon die kettenrauchende Cowboy-Katze dabei hätte. Und einfach dieser Wechsel von super ernsten, krassen Sachen zu total abgedrehten, lustigen ist das, was für mich auch früher Fallout ausgemacht hat und jetzt leider nicht mehr so ist. Aber dieses Spiel transportiert eben dieses Bizarre einfach noch echt gut. Und ich mag das ganz gerne. Das Cyborg-Huhn, fast kugelförmig, watschelt dieses pralle Exemplar zufrieden umher und pickt am Boden. Aus irgendeinem Grund hat jemand Metallgeräte in seinen Körper implantiert. Oh, wir können nicht mal gut genug tierflüstern. Cyborg-Huhn, sobald ich Tierflüsterer Stufe 4 bin, komme ich wieder und dann sind wir ein Dreamteam. Bis jetzt kann ich nur sagen, gagak. Es dreht den Kopf hin und her, mustert euch erst mit den Augen, dann mit einem Auge, dann mit dem anderen. Auf Wiedersehen. Kruku. Okay, Cyborg-Huhn, ich werde dich nicht vergessen. Das war eine intensive Begegnung mit der besonderen Art. Isaac Reed. Die Kleidung dieses jungen Mannes ist tadellos maßgeschneidert. Die Spitzenklasse der lokalen Mode. Er hebt seine Hand und beginnt eine offensichtlich vorbereitete Rede vorzutragen. I'm Isaac Reed. On behalf of all of us here, I want to offer our unconditional surrender. As proof of our goodwill, I want to tell you that the culprits got into town with help from Farron Brigo's organization and Farron Brigo. Brian Fargo, ich verstehe. Brian Fargo, einer der Fallout-Gründer und auch der Chef, wenn mich nicht alles täuscht, von, na, wie heißen sie? Die Macher von Wasteland 3. Mir ist es vorher schon nicht eingefallen. Hat sich hier anscheinend selber verewigt als Farron Brigo statt Brian Fargo, genau. Naja, okay. Isaac, how could you? How could you throw in with these people? How could you let them take my family? Where are my parents and my little brother? They're in the grave you passed on the way here. They didn't suffer, Lucia. I promise. Baby, look. I didn't mean it to go this way. I tried to stop them. I really did. I begged. Stop
talking right now. Moment mal, habt ihr Kinder den Dorseys etwa geholfen? We thought we were in the right. The Dorseys promised that we could take down the Patriarch. They didn't say anything about murdering hostages. What about all the other people they killed? Or was that part okay with you, Isaac? Erklär uns einfach, wie es kommt, dass diese Leute tot sind. It was Melius Dorsey. He went looking for your family, Lucia. Your family especially. That's why I got you out of your house before the raid. I didn't want anything to happen to you. You didn't want anything to happen to me? So you let savages abduct and murder my family. You knew what... But you're still alive, Lucia. Don't you see? You're still alive, and that's what matters most to me. You're still alive, can't you see? You're still alive, and that's what matters most to me. Der sollte die Klappe halten. Warum hast du das getan, Isaac? Warum hast du deine eigene Gemeinschaft betrogen? We've been under the Patriarch's boot for 50 years. We say that the 100 families are in charge. But it's really just his family. Just him. I know you must think I'm a fuzzy-headed idealist, but this society's sick. It needs to change. Haben die Dorseys allein gehandelt? Wurden sie von jemandem unterstützt? Farron Brigo's gang helped them get into town. I don't know how or why. And I overheard Nelius say something about Liberty Buchanan, the Patriarch's daughter. Die Tochter. Die Faschistentochter, ne? Wo er sagt, der Patriarch, dass sie eigentlich die beste Anführerin wäre, aber leider ist sie eine krasse Faschistin, die alle versklaven würde, quasi. Und zu ihrer persönlichen Arbeitsforce machen würde, einfach. Ja, das passt zu der, dass die Dorseys quasi dann für sich nutzt, wahrscheinlich. Ausnutzt. Um ihren Vater zu stürzen. I think she's going to attack Colorado Springs. It sounded like she's gathering an army out in the plains. Something way worse than the Dorseys. Wo ist Nelius Dorsey jetzt? He escaped. He took some vehicles and headed west into the mountains. I don't think he was planning to come back. Ich verstehe schon, wie das von der Story her dann strukturiert ist. Die Dorseys sind im Grunde nur so die Einstiegsgang und über die werden wir jetzt quasi gleich zur ersten, also zur Tochter des Patriarchen geführt, zum ersten seiner drei Kinder, die quasi die großen Bosse im Grunde in dem Spiel darstellen. I have heard enough. If your betrayal of my family was not sufficient, your treachery here most certainly is. In the name of the Patriarch, I sentence you. Ihre Stimme zittert, doch ihre Hände tun es nicht. Ihr habt nicht mal gesehen, dass sie ihre Pistole gezogen hat. Please, Lucia. I did this for you. All I ever meant was to help build a better world for you. And for all me. Of us. I can't tell you how much I regret. Please don't kill me. Please. Er kniet. Rotz rinnt ihm aus der Nase. Halt, Lucia. Es gibt einen besseren Weg, damit umzugehen. Ja, ich meine, die kann jetzt nicht hier einfach irgendwelche Leute erschießen. Ist mir alles scheißegal. Und wenn er sonst was getan hätte. Die ist erstens selber noch ein Kind, die Lucia. Und die bringt hier nicht einfach irgendwelche anderen Kinder um. A better way? I can't think of one. Not after what he did to my family. You want to let him walk away from what he's done? Wir verhaften ihn. Genau das machen wir. Hey Greenstream, danke fürs Raiden. Hallo und willkommen alle zusammen. Wie geht's?
Okay, wir verhaften ihn jetzt und stellen sicher, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und das ist das, was ich wahrscheinlich im ganzen Spiel machen werde, weil da einfach nur, vor allem in erster Linie, mein Sammeltrieb geweckt wird. Neben den ganzen Waffen und Loot und Equipment und Charakteren und Begleitern und Tierbegleitern möchte ich natürlich auch die ganzen Bösewichte im Spiel sammeln, damit ich die alle schön in meinem Gefängnis habe. Das ist meine Hauptmotivation. Aber natürlich, ne, kann die den jetzt hier nicht einfach so erschießen. Nur weil er ein Trottel ist. Also, wir verhaften dich. Hiermit bist du verhaftet. I have justice right here, in the palm of my hand. I am more than happy to mete it out. I would be delighted to be its instrument. Nein, verhaften. Du bist hier nicht das Gesetz, Lucia. Du bist nicht mal die Vertretung. Das ist unser Job. Und wir sagen, dass er verhaftet ist. Gute Nacht, Fallen Crusader. Mach's gut. Bis bald. Nach einem langen Moment senkt Lucia die Pistole und wendet ihren Blick ab. Tränen laufen über ihr Gesicht. Thank you. Thank you. Bitteschön. Come in, November 1. This is Ranger HQ. We're getting reports of shooting in your last known location at Garden of the Gods. What's your status? Over. Genau, ich könnte jetzt nämlich auch Sheriff Daisy den Gefangenen übergeben und wahrscheinlich wäre das eigentlich ziemlich gut, das zu machen. Das wäre eigentlich natürlich offensichtlich die richtige Wahl. Weil was will ich eigentlich mit dem? Warum sollte ich den eigentlich einsperren? Und Sheriff Daisy und dem Patriarchen wird das bestimmt auch nicht gefallen. Aber natürlich sammle ich den. Gonna catch them all. Alle Pokebösen. Wir haben uns um die Dorsys gekümmert und mehrere Rebellen verhaftet. Schick dein Team, um sie so schnell wie möglich abzuholen. Copy that, November 1. Dispatching an arrest team now. Good job getting those sons of bitches. Over and out. Sons of bitches mit Missgeburten zu übersetzen, ist schon wieder sowas, wo ich mir denke, warum? Aber okay.